Ja, müssen wir wohl wieder runter, wa? Ja, aber das hier ist der Ausgang. Damit habe ich nichts zu tun. Also langsam... Weiß ich auch nicht mehr weiter. Ah. Wartet mal. Was ist, wenn wir hier reinschwimmen? Und dann so machen? Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier gerade richtig mache. Keine Ahnung. Aber hier waren wir doch auch schon. Wir probieren es einfach aus. Was haben wir denn jetzt hier nochmal? Irgendwas Interessantes? Genau, der Scheiß. Das können wir auch irgendwie schaffen. Also hier ist Stillpunkt. Genau da. Das heißt auf Deutsch, wir müssen... Idee. Gucken, ob das klappt, was ich vorhab. So. Jawohl. Ja, die soll erstmal verschwinden hier. Was haben wir denn hier? Ein Schlüsselraum. Okay. Was macht das jetzt hier? Okay, dann weiß ich auch schon, wo wir den verwenden werden. Okay, die Tour haben wir uns auch schon mal gesichert, okay.
Genau. Also gehen wir wieder nach oben. Nach ganz oben. Wir haben das Wasser noch ganz oben. So. Was wir dringend bräuchten, wäre das Dungeon-Item. Da ich weiß, was es ist. So. Jetzt haben wir das schöne Fangarten-Dingen hier. So, damit ihr mir nicht vom Senkel geht. Okay, an die Skulltula kommen wir aber auf jeden Fall noch nicht ran. An allen drei Skulltulas, die ich bis jetzt gesehen habe, kamen wir nicht ran. Ups. Ja, ein Herz ist immer gut. Das ist auch gut. Ja, also wir brauchen, um weiterzukommen, definitiv das Dungeon-Item. Definitiv. So. So, die Tür ist auf. Also jetzt. So, was haben wir hier? Weh, wir kommen hier nicht weiter. Was ist das? Das ist blau. Boah, die Teile müssen erstmal weg. Die gehen mir so auf den Sack hier. So, was passiert, wenn wir da nochmal drauf hauen? Das Problem ist, ich mach's einfach nochmal runter. Oh, das gibt's nicht. Ich bin so krank im Kopf. Muss ich echt die Schuhe wieder ausziehen. Anziehen.
Oh, Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie ätzend das ist. Okay, aber ich habe das Rätsel an sich verstanden. Immerhin. So, jetzt müssen wir das mal runter machen. Dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir hier drauf. Na, das gibt's nicht! Nochmal von vorne, oh Mann! Aber gut, dass meine Frau mir nicht zuguckt. Die würde mich auslachen. Oh, jetzt ganz vorsichtig. Geht doch. So, jetzt sind wir hier. Und ich glaube, das hier muss jetzt wieder runter. Ich hoffe, dass Vieh drauf muss. Ah ja, genau. Und dann, während wir hier draufstehen mit einem Pfeil. Oh, oder so. Sparen wir uns einen Pfeil. Jetzt müssen wir mit dem Ding wieder hoch. Weil anders kommen wir nämlich nicht hier dran. Mache ich so. Jetzt müssen wir hier hoch. Gibt's hier Herzen? Nein, das können wir. Okay, können wir auch gut gebrauchen. Okay, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay. Was ist das jetzt hier? Wer bist du denn? Der schwarze Mucke. Oh Gott. Ja, wie kriegst du den kaputt? Take it!
Getroffen! Ich glaube, der ist jetzt sauer. Der macht mich gleich Game Over hier. Okay, krieg mal eben schnell ein Safe Set an, Freunde. So, damit ich hier nicht abkacke. Der hat mich gleich. Das Problem ist, ich verstehe einfach nichts, wie ich den gerade platt machen soll. So, weiter geht's. Jawohl. Weiter, weiter! Okay, zweites Mal getroffen. Yeah.
Alter, der ist ja sowas von episch kacke. Oh, Freunde. Oh, Mann, oh. Warum hat er mich jetzt getroffen? Ey, getroffen. Oh, gib direkt noch ein Safe Stat, du. Alter! Wie oft müssen wir den nochmal treffen? Wir haben ihn jetzt dreimal getroffen. Ich kann das die ganze Zeit, Schattenlink. Stellt er sich auf mein Schwert oder bin ich blöd? Ich verstehe es echt nicht. Vierte Mal. Ich bin der Bessere. Ich kann das den ganzen Tag, lieber Schattenling. Ich habe auch nur ein halbes Herz. Ich will es auch nicht gerade, ne? Aber er hat mich getroffen.
Scheiße, ich habe kein Selbstmord angelegt. Ich muss ihn nochmal. Keine Ahnung, wie oft treffen. Alter, geht mir aber tierisch auf den Sack. Das kann nicht sein. Arschlecken jetzt! Komme ich ins Menü? Okay, also ins Menü kommen wir nicht. Das heißt, ich muss hier mit meinen Waffen hier schlagen. Und ich darf nur noch dreimal getroffen werden. Alter, komm, geh down jetzt! Warum triffst du mich? Der killt mich! Okay, so kannst du auch Hilfe vergessen. Dass aber hier nicht ins Menü kommen, ist echt ätzend. Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Er trifft immer. Oh, geh down, Mann. Ei. Mama, du musst nicht um deinen Jungen weinen, weil ich gleich Game Over bin. Schon wieder. Oh Gott, wie krieg ich den nur down? Muss eigentlich eine Möglichkeit geben, ins Menü zu kommen, oder? Ich probiere es einfach nochmal ins Menü. Ich habe eine Idee, aber dafür muss ich ins Menü. So.
Also ins Menü komme ich nicht. Ich hatte eigentlich vor, mit diesem Inferno-Dingen, was wir von der Fee damals gekriegt haben, den so zu versuchen, alle zu machen, weil Fanghaken und Pfeil und Bogen haben nicht, bewirken gar nichts. Ja, kann nicht sein, ey. Jawohl, getroffen. So, da gibt es direkt ein Safe State. Ohne Scheiß. Das kann ja nicht so weitergehen hier. Nochmal. Nächste Safe State. Okay, das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt aber sterben, haben wir den Weg jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 5-mal getroffen. Aua. Jawohl, wieder getroffen. Nächstes Safe Set. Wieder getroffen. Nee, ich will es safe set haben. Siebenmal getroffen. Ja, und dann passiert natürlich das, was nicht passieren soll. Aber wie viel hältst du aus? Nochmal. Nächstes Safe Set. Ohne Scheiß. Wo ist er? Komm. Sterb endlich, Mann. Jawohl. Nächstes Safe Set. Meine Fresse. Mein B-Knopf leidet. Nochmal getroffen. Nein! Oh, Drecksack! Oh! Jawohl. Abmarsch, Abmarsch, Abmarsch. Safe Set. Offener Schlagabtausch hier gegen uns selbst. Jawohl, nochmal. Nächste Safe Set. Zwölfmal. Nächste Safe Stat. Alter, der hält was aus, ne? Und das war mein Fehler. Aber egal. Und nochmal denselben Fehler. Toll. Hey!
ist endlich kaputt! Ja! Leck mich am Arsch, Mann! Leck mich! Boah! Was haben wir hier? Der Enterhaken! Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reicht doppelt so weit. Jawohl, da haben wir unser Dungeon-Item. Damit haben wir eigentlich alles, um fertig zu werden. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ein Cut. Ende, Stopp, vorbei. Ende, Finito. Ich brauche Pause. So, beim nächsten Mal machen wir den Dungeon hoffentlich dann fertig, ohne irgendwelche Hilfe. Puh, das habe ich noch nie geschafft. Also, drückt uns die Daumen, wir schaffen das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.